Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute auf dem Dev-Server von Warsana zum neuen Patch Skyguards, der demnächst eintrudeln wird. Heute gucken wir uns mal ein bisschen um, was es so alles Neues gibt. So viel ist es nicht, sei gesagt. Aber ein paar neue Fahrzeuge und ein paar Kleinigkeiten haben sich hier natürlich eingeschlichen und die gucken wir uns an. Aber zuallererst mal, hier sieht man mal schön, mit was wir arbeiten müssen teilweise, denn auf dem Dev-Server sind natürlich auch noch viele, viele Sachen drauf, die noch lange nicht fertig sind, wie zum Beispiel der UST-1E1. Ihr seht, was das MG macht. Ja, so eine Sachen passieren. Der ist noch nicht fertig, aber sollte demnächst fertig werden. Und ich habe mir hier natürlich auch wieder meine Leute eingeladen. Wir haben das Evilchen, Hallihallöchen. Hallo. Wir haben den Homie, huhu. Dackchen. Und wir haben Chimera, huhu. Huhu. So, und wir gehen zusammen mal mit euch durch den Dev-Server durch, einfach nur um zu gucken, da, ja, was es hier so schönes Neues gibt und was wir hier zu sehen bekommen werden im nächsten Patch. Zuallererst mal fangen wir bei den Amerikanern an. Wir haben hier den T1E1, der noch lange nicht fertig ist, also deswegen werden wir hier jetzt auch nicht viel machen. Das war ein Prototyp für den kommenden Heavy Tank im Zweiten Weltkrieg, aber man hat sich dann für den M6 entschieden und selbst der war nicht sonderlich erfolgreich. Dementsprechend haben wir hier jetzt im Baum dann den T1E1. Dann kommen wir zum AH-6M, den Little Bird von Bell. Hat auf 10.0 vor allem 4 von den guten Hellfires. Oh. Oder halt, ich glaube, H-Bar waren es, mit Laser guided, wie der türkische Helikopter hatte. Bei mir sind die leider alle noch nicht fertig, aber wir sehen es hier. Wir haben hier die Hellfire und wir haben hier auch die GAU-19 Machine Guns, wenn man das so will. Ja. Ne? Die 50er haben wohl sehr viel Durchschlag, 50 mm. Ist recht heftig. Also für diejenigen, die gerne Hubschrauber fliegen, ne? Endlich ist er da. Dann haben wir eine Premium F4S Phantom 2. Ja, USA hatten noch keinen Top-Tier-Premium. Genau. Letzte war die A6. Und dann geht es auch schon weiter zu den Schiffen. Für diejenigen unter euch, es sind wenige genug, hier haben wir endlich die Des Moines. Schönes Schiff. Echt sehr schönes Schiff. Ja. Und ja, schwerer Kreuzer. Dann haben wir die USS Nevada. Gott hab sie selig. Ist jetzt auch im Spiel. Gut, das war's mit den USA. Gehen wir weiter zu den Deutschen. Und bei den Deutschen fangen wir gleich an mit einem kleinen Auto. Dem SDKFZ 222 ist im Baum auf 1,7 zu finden. Warum ist der auf 1,7? Im Vergleich zum chinesischen hat er die Panzergranate 40, also APCR mit 48 Pen, und er hat die Kanone, die schneller schießt, vom Sonderkraftfahrzeug 140. Die KWK 38. Ja. Genau, die ist eine leicht moderne Version als der chinesische. Das Ding könnte auf jeden Fall sehr lustig werden. Dann haben wir einen T-72M und hier muss ich zeigen, wo man den findet. Wir haben den hier unterm KPZ-70, also es lohnt sich jetzt endlich, die M48-Reihe weiterzugehen, um dann eventuell noch einen DDR-Panzer rauszuholen. Der M1 ist nichts anderes als normaler T-72A, größtenteils als Exportversion. Nichts Besonderes dran. Eine Änderung gibt es bei Deutschland bei Panzer noch und bei USA auch. Der KPZ-70, die Granate wird hart genervt. Genau, das müssen wir uns mal angucken. Der KPZ-70 hat nämlich 285 Pen noch. Das war, also auf dem jetzigen Server ist es über 300 und jetzt nur 285. Aber dazu kommen wir später nochmal, denn die Briten haben da auch eine große Änderung bekommen. Aber ja, der wurde genervt, fand ich ein bisschen schade, weil gerade das große Kaliber war ja mal der spaßige Teil des Panzers und naja, nun fehlt ihm ein bisschen die Pen. 346 waren es. Genau. Und jetzt haben wir hier die MiG-29 noch für die anderen Leute, die noch eine MiG-29 für die Deutschen wollten. Da ist sie, endlich. Ich weiß nicht, ob sie gebraucht hätte, aber sie ist hier unten nach dem MiG-23. Ja, gebraucht schon, ist halt der MiG-29. Aber sexy ist sie, muss man einfach sagen. Die ist wirklich sexy. Gut, dann haben wir noch ein Schiffchen. Das ist niedlich und klein und es nennt sich Pfeil. Ja. Ich hab zuerst im Devstream, wo die Pfeil gezeigt haben, habe ich zuerst gedacht, den Flieger, weil wer denkt bei sowas an Schiff, aber... Aha. Ich war schon aufgeregt, weil neuer Flieger, aber... kein Schiff. Panzerung, 40 mm Holz und 4 mm Stahl. Ja, das ist viel. Da ist nicht viel dran. Na gut, dann gehen wir weiter zu den Russen. Die bekommen einiges und der Patch heißt der Skyguard und das sehen wir hier. Denn wir haben hier die Panzer S1, eine der modernsten Flugabwehr Fahrzeuge im Spiel. Kann auf 18 Kilometer locken und schießen und das könnte interessant werden für diejenigen, die gerade spawnen. Das Ding dürfte auch aktuell sogar bei Russland noch im Einsatz sein. Ja, er kann auch mehrere Ziele gleichzeitig tracken, ne? Ja. 4 Stück. Ja. Tracken und beschießen. Und jetzt kann ich euch auch gleich mal eine Sache noch zeigen, und zwar X-Ray.
ist jetzt bunt. Das heißt, wir können jetzt die Sachen hier alle schön farbig auseinanderhalten. Sehr angenehm. Und das sehen wir hier auch beim M5359, dem tschechischen Flugabwehrgerät auf 6.0, ebenfalls bei den Russen zu finden. Und das ist kurz hinter dem BTR. No. Süß. Ich muss sagen, zu dem Gefärbten, ich finde es besser, aber ich finde, bei Panzern war es nicht wirklich gebraucht, weil da ist halt nicht viel. Aber bei Schiffen zum Beispiel, weil da ist ja so viel Geklumpe, genau, da ist es halt mit der Farbe schon besser. Also es hilft auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns hier auch gleich mal ein Schiff an im X-Ray. Und hier sehen wir es, ne, hier ist echt schön bunt geworden. Und das hat was. Also das ist eine der Neuerungen, dass wir jetzt hier ein bisschen farbige Unterschiede haben. Außerdem haben wir jetzt hier die MPK-PR204. Das ist auch gleichzeitig mein Problem mit dem Naval Battle. Wir haben hier nämlich einen Mörser mit raketenangetriebenen Bla. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ja, ein Hedgehog, also so ein Depth Charge Werfer in genau. dem Sinne. Aber ich weiß nicht, wozu wir es brauchen, weil wir haben keine U-Boote. Und erstaunlich langsame Torpedos. Ja. So, aber ne, das hier haben wir auf 3.7 und je höher es geht, umso weiter geht es zurück in der Geschichte. Dann haben wir nämlich irgendwann die Erste Weltkriegsschlachtschiffe und das macht für mich immersiv einfach keinen Sinn im Kopf. Und da habe ich so eine Dissonanz, deswegen mag ich das nicht ganz so. Aber für diejenigen, die Schiffe fahren, hey, viel Spaß mit dem Teil hier. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht. Dann haben wir zwei Flugzeuge. Und zwar die JAK-141, der Nachfolger der JAK-38. Und es ist auch wie bei der JAK-38 ein V-Tool-Flugzeug. Das heißt, wir können unsere Düse nach unten bewegen und dementsprechend auch senkrecht starten. Ibel, du bist sie schon geflogen. Wie fliegt sie sich? Sie ist überraschend wendig. Also, das Triebwerk ist verdammt gut für ein Ding. Ja, das ist, ich glaube, soweit ich nachgeguckt habe, das stärkste einzelne Triebwerk im Spiel. Ja, kann durchaus sein. Ist auch, glaube ich, immer noch der Rekordhalter für den schnellsten Steiggrad als VTOL. Ja, du kannst aber auch, ich glaube, ohne VTOL mit 80 Grad steigen. Was? Okay, das ist schon sehr stark. Achso, und du kannst nicht bei Vollspeed VTOL umstellen. Das konnte die Harrier machen, um sich wendiger zu machen. Richtig. Halt in der Kurve einfach die Düsen nach unten. Ja, aber sie soll ja eh wendig sein wie eine MiG-29. Also, Ja. Aber ansonsten noch zu sagen, der hat die Möglichkeit, 4 von den Radarraketen mitzunehmen, von den 27ER. Ja, es fehlen noch ein paar Dinge, aber ich weiß nicht, ob die kommen, weil das sind halt dann Luft-Boden-Raketen und sowas. Genau, und dann gehen wir mal in die ganz andere Richtung, und zwar in die Richtung 1.3, denn normalerweise, wenn man im Spiel neu ist und eine Mission oder sowas macht, für die Russen oder für die Amerikaner oder für die Deutschen, kriegt man normalerweise ein Fahrzeug. Und hier war es ja immer die Zukowski I-153 M62, aber die ist jetzt verschoben worden auf 2.3 und deswegen haben wir jetzt etwas Neues, und zwar haben wir jetzt die Krasnulotskis I-15 Bis. Das ist jetzt das Ding, was ihr bekommt, wenn ihr neu anfangt und bei den Russen fliegt. Ist auch immer noch verdammt stark mit den Raketen. Oh ja. So, das waren die Russen, jetzt haben wir die Briten und wir fangen an mit dem Churchill. Wir haben einen neuen Churchill auf 4.3. Und da müssen wir ganz kurz gucken, wo der genau ist. Wir haben ihn hier zwischen dem Churchill 3 und dem Churchill 7 haben wir jetzt einen neuen Churchill. Weil er könnte sogar relativ gefährlich werden, weil der hat halt die Sherman-Kanone mit APHE. Halt genau. Aber es ist halt nur die 75er. Ne? Also Das heißt, wir haben jetzt nicht so viel Pen. Und er hat das Gyroskop nicht. Genau. Ja gut, aber es ist ein Churchill, du fährst 2, da brauchst du das gefühlt nicht. Eine weitere Änderung sieht man hier jetzt beim Churchill ganz gut, weil er uns hier gerade direkt ins Gesicht pupst. Wir haben neue Rauchanimationen. Ich denke, die sind noch nicht fertig. Sieht auch, wenn es mehrere haben, im Hintergrund sieht man das schön, sieht es ein bisschen seltsam aus, aber wir haben jetzt komplett neuen Rauch. Yay, neuer Rauch. Dass der in der Garage angezeigt wird, ist aber ein Bug, bis man noch fixt. Genau, in der Garage sollte es nicht sein. So, dann geht's weiter mit dem Challenger 2E, der erste Challenger, der wirklich gut ist. Der Briten, denn er hat ein deutsches Triebwerk drin und dementsprechend ist er einigermaßen schnell. Yay! Nicht zu viel davon erwarten. Er ist schneller als seine Kollegen. Er ist schneller als die anderen Challenger, aber ist jetzt nicht der Mobilste. Genau. Und er jetzt, ist, glaube ich, auch schlechter gepanzert. Wo wir gerade hier sind. Er kann normal gepanzert sein, aber halt kein Black Knight-Zeug und kein APS. Genau, APS hat er nicht. Genau, und jetzt, wo wir gerade bei den Briten sind, bei den Briten gab es eine Änderung, und zwar nicht nur bei den Briten selbst, sondern auch bei britischen Fahrzeugen in anderen Bäumen, und zwar die APDS, die normale Granate, die man irgendwo ab 7.3 ungefähr kriegt, wurde neu berechnet. Neu berechnet heißt in dem Fall, sie wurde stark gebufft.
Und da kommt dann sowas raus. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Centurion Mark III. Na, der hat jetzt hier die Shot Mark III mit 384 Pen. Das ist sehr viel mehr als vorher. Aber vorher 280, glaube ich. Genau. Und den Vogel, den schießt tatsächlich der Conqueror ab. Und den musste ich mir jetzt extra vorspielen, damit ich euch das zeigen kann. Die, hier haben wir 487 Pen auf 10 Meter 0 Grad. Natürlich, APDS ist nicht ganz so gut, wenn es auf gewinkelte Flächen ist. Da ist APDFS besser. Aber hier muss man im Vergleich sagen, diese Granate, die APDS-Granate auf einem Conqueror auf 7,7 ist besser, weit besser, als die Challenger Mark III APDFS L26. Und das ist schon ein bisschen traurig. Gut, jetzt nicht weit besser, es sind halt bloß 15 mm oder sowas. Genau. Naja, nicht ganz, aber es ist halt auch, ist ja trotzdem traurig. Man sieht, wohin es geht, ne? Und es ist halt auch besser als die Stockgranate vom Panzer, der gerade im Top-Tier dazugefügt wurde. Also. Genau. Also ist schon recht hart. Die APDS ist stark gebufft worden, zumindest wenn man auf gerade Flächen schießt. Und das heißt auch, dass wir theoretisch im Nahkampf an einem Leopard 4 durch den Turm schießen können. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich stark. So, aber nicht nur die Briten haben das auch bekommen, auch die Schweden zum Beispiel mit ihren Centurions, nicht ganz so stark, aber der Conqueror schießt hier wirklich den Vogel ab. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber ich hoffe, wir wollten es mal anmerken. So. Ich gehe davon aus, weil das eine andere Brechungsform jetzt ist. Genau. Dann haben wir noch einen Tornado F3. Der ist interessant, weil der so quasi die Jägerversion des Tornados hier bei den Briten darstellt mit 4 Raketen jedes Typs. Und das ist schon recht ordentlich. Ne? Wir haben die Radarraketen und wir haben die AIM-9L. Allerdings auch nicht zu viel erwarten, ist immer noch ein Tornado vom Flugverhalten her. Genau, der ist fett und brummig. So, dann haben wir noch zwei Schiffe. Wir haben einmal die HMS Whitby, was auch immer. Und was hat die hier hinten? Was sind das? Wieder Mörserdinger? Ja, hier wieder Depth Charges für U-Boote. Das heißt, wir wissen, wohin es geht. Das nächste Patch ist wahrscheinlich irgendwas mit U-Booten. Und ich glaube, das sind auch die Torpedowerfer, wenn ich das richtig irgendwie, die schießen damit wo die Torpedos irgendwie sowas. Würde also Torpedo? Ein bisschen wundern, wenn jetzt U-Boote kommen, nachdem die französische Navy gerade angefangen hat. Ja. Aber mal schauen. Auf jeden Fall bereiten sie sich darauf vor. Aber würdest du ein Torpedo senkrecht starten? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Briten, stimmt. Ja, ich habe da mal irgendwas gelesen, dass die wohl versucht haben, damit die Torpedos halt vor das Schiff zu werfen, damit du halt nicht seitlich werfen musst. Ah, coole Brücke haben sie. Und dann haben wir noch die HMCS Terra Nova. Das heißt, wir haben hier nicht wirklich ein britisches Schiff, sondern ein Commonwealth, was auch immer, kanadisches? Keine Ahnung. Dürfte kanadisch, glaube ich, sein. Ja. Ja, niedlich. Ich kann damit nicht so viel anfangen, weil für mich sehen die alle gleich aus. Aber für diejenigen, die unterwegs sind, hier bei den Briten 3-7, neue Schiffchen. Dann gibt es bei der Lancaster noch eine Änderung. Erstmal, die Lancaster sieht jetzt besser aus. Hat jetzt ein genauso Model, wie die Bowfighter, die am Wochenende das Model bekommen. Genau. Und interessant wird es jetzt auch, denn wir haben eine neue Bombe. Also eigentlich haben wir mehrere neue Bomben, aber die interessanteste ist die hier. Die 12.000 Pfund HC Mark I Bomb. Und die werden wir nachher nochmal abschmeißen. Die hat ein TNT-Äquivalent zu 6,3 Tonnen. Das heißt, es ist mehr als die PE-8-Bombe. PE-8 hat 5000, also 5 Tonnen. Genau. Das heißt, wir haben hier nochmal einen größeren Rums. Ja, und das Ganze halt auf 5-0 der Briten. So, dann geht's weiter zu den Japanern. Da haben wir einen neuen Premium, den kann man sich jetzt auch bereits vorbestellen, jetzt wo wir gerade dabei sind, und zwar den Type 16 FPS. FPS heißt nicht First-Person-Shooter, sondern wir haben hier den First-Production-Serie. Und das ist einfach nur das erste. Ist der normale Type 16 ohne die Top-Granate. Ganz genau. Also wir haben hier, welche Granate haben wir drin? Wir haben hier die M735 drin mit 353 Pen auf 10 Meter 0 Grad. Reicht aber aus. Ja, gut, du hast halt ein Fahrzeug auf 8-7 mit Thermal, Laser Range Finder und Laser Warning System. Genau, das kennen wir halt schon von den Chinesen, und die Japaner haben jetzt das Gleiche. Also es wird hart. Die Japaner hatten es ja vorher schon bei den anderen beiden. Genau. Es wird langsam hart auf dem Tier. So, dann haben wir hier noch eine F-16, die Japaner selbst nie im Einsatz hatten. Die hatten sie nur getestet, ne? Ja. Obwohl, ich glaube, noch nicht mal getestet. Also, glaube ich auch nicht. Die USA hat das Ding hergestellt und wollte es anbieten, aber Japaner gleich gesagt, nö, soweit ich weiß. Ja, na gut. Die sie wirklich im Einsatz haben, die ist noch nicht drin. Die kommt vielleicht irgendwann mal, aber die ist so auf dem Niveau. Die hat gleich angekündigt, dass die kommen wird, die F2, aber irgendwann später erst. Aha.
Ja, aber wir haben jetzt hier eine neue 16 und zu dem Loadout kann man noch nichts sagen, weil das ist noch nicht fertig. Im Moment hat die alles, was eine F16 tragen kann, und das ist ein bisschen komisch. So, dann haben wir hier die IGN Nenohi noch als Schiffchen auf 4.3. Ja, ist halt ein leichter Kreuzer. Weiß nicht, ob ich jetzt noch dazu sagen soll, das ist halt ein Schiffchen. Ja, nicht so spannend Boot für mich. Dann haben wir China. China hat nur zwei Fahrzeuge. Eins kennen wir bereits, das STKFZ 222. Warum auch immer China so ein STKFZ hat. Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, aber wie gesagt, wir haben hier... Taiwan, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht. Wir haben hier eine andere Munitionsart und wir haben hier eine andere Kanone. Ich kann mir vorstellen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg nationalistisches China sich davon einfach welche bestellt hat. Das kann sein. Auf jeden Fall haben wir hier auf 1.3, nicht auf 1.7, wie bei den Deutschen, das Fahrzeug. Und ja... Es hat halt die Kanone von, genau, die vom Panzer 2, die etwas langsam schießendere, dafür mit größerem Magazin, und du hast nicht die APC auf dem Ding, also weniger Durchschlag. Und einen kleinen Motor. Also die abgespeckte Version. Und dann haben wir auf 7.3 noch einen PT-76-Verschnitt, den ZTS-63. Mein Gott, heute ist was los. Laser-Ziel-Range-Finder, aber keine Stabilisierungsanlage. Dafür aber noch APDS. Und das auf 7.3. Genau, auf 7.3. Wir erinnern uns, da sind dann auch sowas wie Tiger 2Ps unterwegs und die freuen sich nicht gerade darauf, wenn man sie mit Darts beschießt. Vor allem aus riesen Distanzen mit dem Laser Rangefinder. Ja. So, dann gehen wir weiter nach Italien. Die haben nur ein neues Fahrzeug, wobei die Ariete jetzt alle eine neue Munition bekommen haben. Also die größeren Rang 6er Arietes. Und hier haben wir jetzt einen neuen Ariete auf 11.3. Welche Munition haben wir jetzt hier? Die M53, gleiche wie die Deutschen auf dem Leo 2.5 quasi haben. Genau. Und die haben jetzt alle die Munition. Ja, bis auf der Prototyp. So. Aber der Ariete ist jetzt nicht unbedingt besser, oder? Er ist schneller, aber das ist auch alles. Er hat weniger Panzerung, weil das War- und PSO-Kit fehlen. Nur 9 Motor drin. Ansonsten... Genau, endlich kommt er auf 1500 PS. Yay! Ich weiß nicht, was besser ist, die Panzerung oder das Ding. Kommt wohl auf die Spielstile an. Dann geht's weiter nach Frankreich. Ja, das war's leider mit den Italienern. Frankreich bekommt ein neues Gerät. Wir hatten ja schon den Premium gehabt, den Char 2C mit der 75mm Kanone, die ja nur kurzzeitig eingebaut wurde bei einem von ihnen und danach wieder umgebaut wurde. Jetzt haben wir hier die Originalversion im Baum, was ich gut finde, auf 2.7. Allerdings ist das Ding komplett nutzlos, weil wir haben hier eine Munition, die sage und schreibe 55 Pen hat. Das ist halt auf 2.7 ein Blödsinn. Ja, da kommst du nirgendwo mehr durch. Das ist irre. Ich meine, auf 2.7 kannst du theoretisch auf Shermans treffen, ne? Ja, 2.3 B1 hat bessere Pen und B1 ist nicht dafür bekannt, gute Pen zu haben. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, da ist sogar der andere 2C mit der 155er Haubitze effektiver. Ja, definitiv. Ja. Aber auch hier sieht man wieder schön, wie toll bunt jetzt dieses X-Ray ist und das hilft wirklich, um die Leute hier von den Gerätschaften zu unterscheiden. Wer da vorher Probleme hatte, hey. So, dann haben wir noch ein Schiffchen. Eigentlich sollten jetzt demnächst die französischen Schiffe kommen. Das erste haben wir bereits, das ist ein Premium auf 4.3. Es ist ein Zerstörer oder ein leichter Kreuzer, ich bin mir nicht sicher. Und das ist die Engel. Engel, was auch immer. Es heißt im Prinzip Igel oder Adler halt dann. Genau. Und es wurde auch angekündigt, dass jetzt, wie immer, wenn Gaijin einen neuen Baum bringt, erst ein paar Premiums kommen und dann irgendwann später der Rest. Ja, haben sie bei Wargaming gelernt. Wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Update dann. Genau. Ich denke übernächsten Mal, die gesagt haben, ein paar Premiums und für dies ist nur der eine angekündigt bisher. Aber wir kriegen auch demnächst. Fraglich, weil ich glaube 30 Euro für ein 4:3er Schiff, Rang 2. Finger weg, ganz ehrlich. Aber gut, für diejenigen, die sammeln, viel Spaß. Dann haben wir bei den Schweden noch ein weiteres Flugabwehrfahrzeug, und zwar einen Marksman auf Leopard 2 Basis. Und mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es rumpst halt. Das war schon mit den Schweden. Und bei den Israelis bekommen wir noch einen Merkava Mark 4. Und da gucken wir uns mal ganz kurz den Baum hier. Der ist jetzt zwischen dem 4B und dem 4M. Es ist ein Copy-Paste und es ist exakt das gleiche wie die anderen beiden. Und naja, hey. Gut, wie der 4B, der 4M hat ja dann APS. Genau, der APS-System ist nicht hier enthalten. Nicht das, was Israel braucht. Die bräuchten mal ein Light oder irgendwas. Oder ein TD von mir aus auch. Genau. Und mal eine ordentliche Flak. Und ein Line-Up. Ja, leider kriegen wir aber nur
einen weiteren Merkava 4B. Das war es eigentlich auch schon zu den Fahrzeugen und jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Bomber an und mal gucken, was wir noch so finden. Viel Spaß. Als nächstes schauen wir uns den neuen Überschallknall an, beziehungsweise die Effekte auf dem Flugzeug, wenn wir in den Überschallbereich gehen. Das hat ein Problem, du siehst halt jetzt noch weniger als vorher. Das ist wahr, wir bremsen nochmal ab. Hier, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Gefällt mir. Das Lustige ist, ich habe bei dir gar nichts gesehen. Siehst du es bei mir? Nein, ich bin zu schnell. So, und jetzt gucken wir uns mal den neuen Schleudersitz an. Die Animation, hier vorne kommt die A10 vom Evil und er müsste jetzt hier direkt über uns draus springen. Ja, sieht cool aus. Ich würde es euch ja gerne auch bei uns zeigen, allerdings sieht man da absolut gar nichts. Das heißt, es ist nur für andere Leute, nicht für uns. Ja. Aber sieht ganz cool aus. Alle Flugzeuge haben das noch nicht, das wird erst nach und nach wieder eingebaut, kennen wir. Und dementsprechend... Und wir kommen auch nur die modernen. So, und zu guter Letzt, oder zu fast guter Letzt, denn die Bombe kommt noch, wir werden nochmal den Hitmarker zeigen. Wenn wir jetzt in die Optionen gehen, dort bei Allgemein und dann auf Ground Vehicle, beziehungsweise, ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist, Fußbodeneinheiten, weiß der Geil was, können wir jetzt hier einstellen, wie wir den Hitmarker haben wollen. Der Hitmarker wurde ja vor 2 Patches geändert. Viele haben sich beschwert, dass er zu groß ist, zu hässlich und was weiß ich. Wir können jetzt hier wieder den Simple Fight in die Hit-Indikator nehmen. Das ist der von Anno dazumal. Den können wir uns mal kurz angucken. Ne, ihr seht jetzt hier, da ist der Hitmarker jetzt und der sieht sehr viel kleiner aus als jetzt gerade im Spiel. Wenn ich jetzt wieder in die Optionen gehe, wieder auf Ground Vehicle, den hier rausnehme und dafür jetzt hier ein bisschen rumspiele, dann können wir jetzt gucken, wie durchsichtig der ist, wie groß er ist, wie weit er weg ist und wie lange er bleibt. So, ich habe jetzt alles so random eingestellt und da sehen wir jetzt hier den aktuellen Hitmarker, ne, mit Symbol in der Mitte und den können wir uns jetzt hier komplett einstellen. Wenn wir jetzt nochmal in die Optionen gehen, Ground Vehicle zum Beispiel die Durchsichtigkeit 150%. Das heißt, der ist jetzt extrem durchsichtig. Gut, ändert sich jetzt nicht so viel. Aber so kann man sich den ein bisschen einstellen. Und ich denke, das ist ganz okay. Denn es gab da einige Beschwerden. Na, wir können jetzt zum Beispiel hier auch den Scale einstellen. Das müsste da ziemlich groß sein. Er müsste ziemlich lang bleiben. Radius mache ich ein bisschen kleiner, dass er ein bisschen näher dran ist. Und wir stellen ihn mal auf 100%. So. Ich bin am Nachladen, ihr müsst. Ja, jetzt ist er sehr viel größer. Nochmal bitte einer und jemand. Genau. Ihr seht es jetzt hier, der ist jetzt sehr viel größer geworden. Und so kann man sich jetzt die Hit-Indikatoren einfach besser einstellen. Oder man geht einfach auf das simple Ding zurück, was halt auch einfach reicht. So, eine weitere Änderung ist, wenn wir jetzt etwas kaputt machen, kann irgendjemand mal irgendwas zerstören von euch? Dann sehen wir jetzt unten rechts über der Minimap, mit was... Achso, der Gegner zerstört wurde. Ich kann gerade nicht schießen. Ey! Da sehen wir's. Der XM1 hat gerade mit der M339A2 Granate den Evil getötet in seinem HSDVL. Das heißt, wir sehen jetzt auch die Munition. Und Bombenraketen. Genau, Bombenraketen sieht man alles. Ich mach's jetzt auch gleich nochmal. Ich weiß nicht, auf wen ich hier schieße. Auf mich. Könntest du mal aufhören, auf mich zu schießen, meine So, jetzt deine Kanone. Mein Leben. Shot L23A1. Wir haben siehst du, weil wir dann auch in der Killcam. Ah, okay. Ja, dann töte mich mal. Ich versuch's. Ja, genau. Da sehen wir's. AMX-30 DCA-Munition. Er hat's mit APHEI geschafft, uns umzunieten. Sehen wir jetzt auch. Gute Challenger-Panzerung. Genau. Und jetzt machen wir nochmal die hübsche Bombe. Einfach, weil es Spaß macht. Wer möchte sich denn zur Verfügung stellen? Alle? Ich hab da so eine 12.000-Pfund-Bombe, die möchte gerne raus. In den Sounds, aber ist jetzt nicht so viel. Ein paar Änderungen sind noch drin, die gehören nicht ins Spiel, wie zum Beispiel, dass die russischen Kanonen kaputt sind für die Flugzeuge und so weiter. Aber all sowas ja, wird hoffentlich noch berichtigt. Hoffentlich. Und danke, Homie. Wie habe ich den getroffen? Dass du mir die Aufnahme komplett zerlegt hast. Ich dachte nicht, dass ich blind treffe. Schieß nicht drauf, Homie. Gott.
So, dank Sabotageaktion müssten wir jetzt ein bisschen schneiden und jetzt sitzen wir in der Lancaster. Die Lancaster hat eine neue Bombe. Diese Bombe ist dort zu sehen. Sie ist sehr groß, ist die größte Bombe derzeit im Spiel. Und die schmeißen wir jetzt einfach mal auf Dinge ab, die vorher eventuell unsere Aufnahme beschädigt haben. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Danke, Homie. Der ist nicht da, was? Aha. Ja, und zum Patch selbst dauert jetzt ein bisschen, bis wir da sind. Der Patch ist recht klein. Wir haben relativ wenig Fahrzeuge. Da gab es schon weit mehr. Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Detail. Ne? Der neue Rauch zum Beispiel. Es gibt neue Feuereffekte, wenn Bomber brennen, dass die Flügel schwarz werden. Und zum Beispiel der Schleudersitz. Alles so Kleinigkeiten, die kein Mensch wirklich braucht. Aber sie sind drin. Es gibt auch ein paar Soundänderungen. Mal wieder. Und insgesamt ist der Patch hier wirklich einer der kleineren. Und wie vorhin schon mal gesagt wurde, bei einer anderen Aufnahme, die mir ja weggeschossen wurde, dafür, dass der Patch Skyguard heißt, ist da relativ wenig Skyguard drin. Bin gespannt, ob noch was kommt. Ein bisschen was soll ja noch kommen, aber viel wird es nicht mehr sein. Das heißt, wir haben hier dieses Mal einen sehr kleinen Content-Patch. Obwohl das Video recht lang ist. Aber das liegt einfach daran, an unserem Unvermögen Dinge zu zeigen. Oh, wir haben dir übrigens ein schönes Fadenkreuz gebaut. Ja, mal gucken, ob ich sehe von hier oben. Wenn ihr noch ein Stück naja, Platz fahrt, dann können wir uns als Dreieck hinstellen. Du musst eigentlich nur... kann er genau zwischenwerfen. Mein Name. Ah, ich komme von der Burg. Ja. Sag mal schießen, dass du weißt, wo wir sind. Ja, ich sehe dich. Mut, du musst eigentlich meinen Namen sehen. Jetzt sehe ich deinen Namen, ja. So, wir gucken uns auch gleich die Bombe an, wie sie fällt. Ich habe 10 Sekunden eingestellt und ja, ich sehe schon, ihr habt da irgendwas gebastelt. Wir haben uns für dich aufgestellt. Göppchen ist unterwegs. Oh Gott. Da oben. Warum hast du da ein Flugzeug fallen lassen? Irgendwie ist die Bombe nicht sonderlich präzise. Die geht recht... Oh Gott, die zieht ziemlich an euch vorbei. Aber gut, wir werden sehen, wo sie landet. Oh Gott. Es wird größer. Die Sprengkraft ist auf jeden Fall da. Und hi. Oh. Ja, fast. So weit weg warst du nicht mal. Erwarten, ne? Ja, yep, that's a bomb. Wir hätten da auffahren können, stimmt. Na. Wir hätten es vielleicht nicht auf dem Eismann, aber hier gibt es keine Löcher. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier bei den Briten auf 5.0 die größte Bombe im Spiel und die ist ein Garant, um das Spiel zu verlassen. Denn, denkt immer dran, wenn ihr einen eigenen trefft, ist das auch nicht weiter schlimm, ne? Das ist entbehrlich. Wenn ihr zwei trefft, seid ihr draußen, dann schmeißt das Spiel aus der Runde. Und das ist ein definitiver Garant, um aus der Runde geworfen zu werden, das Ding. Aber das soll es auch erstmal gewesen sein mit dem Dev-Server zu Skyguard. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder mit Wassana oder im Stream. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Oh Gott, die R4-Flag, die mag mich nicht. Bomber irgendwie getroffen werdet, denn sieht das so aus im Moment. Sehr lustig, auch die Piloten haben sehr viel Spaß dabei gehabt, das aufzunehmen. Und wir können auch hier jetzt in unseren Bomber hineingucken, was ziemlich cool ist. Und das Geilste ist, wenn wir jetzt hier in der Ego-Perspektive sind, kann ich meinen Müll entsorgen. Ich brauche nicht mal das Fenster öffnen. Außerdem fehlen mir, glaube ich, ein paar Anzeigen. Ja. Okay. Take a breath, love.